wird das eventuell schon der letzte Part. Mal schauen, willkommen zurück zu Neighbors Back from Hell. Ich kann nicht sprechen. Hervorragend. Fressen oder gefressen werden oder fressen und gefressen werden. Wie es in dem Fall hier ist. Und ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt immer noch in Indien sind oder mittlerweile. Ich habe ja vermutet, es gab noch Mexiko. Ich weiß es halt nicht mehr genau. Mittlerweile hat sich der Nachbar auf jeden Fall schon die Hörner abgestoßen. Er geht es etwas gemütlicher an und macht sich bei Speis und Trank an Olga heran. Aber ob er damit Erfolg hat, denn Woody sorgt sicher dafür, dass er dabei kein Fettnäpfchen auslassen wird. Ja, wir sind auf jeden Fall woanders jetzt. Naja, ich glaube, es war irgendwie Mexiko oder sowas. Auf jeden Fall in einem dritten... in einem dritten Land. So. Okay, hier ist ein kleiner Snack. Hier ist eine fleischfressende Pflanze. Okay, und da geht er auch direkt hin. Hier unten ist zum Glück nur Olga, da kann ich direkt hinfliehen. Alles in Ordnung. Hier haben wir Chili. Okay, okay. Ja. Ich erinnere mich langsam wieder ein bisschen dran. Ah, Moment. Ah, okay. Ich dachte gerade, das wäre ein Hund, der hier liegt. Meine Güte. Weil so Wachtiere, da muss man drauf aufpassen. Besonders. Piranha-Gebiss. Tequila. Gibt schon mal eine Menge Sachen zu mitnehmen, aber es gibt auch insgesamt 8 Gags hier. Das wird aufwendig. Okay, ich glaube, ich zoome mal ein bisschen raus. Ich wollte eigentlich nur gucken, kann ich an die Ameisen rankommen? Auf jeden Fall nicht, ohne irgendwas anderes zu machen. Tja. Mal schauen, mal abwarten. Habe ich schon was für... Getriebe, Sand im Getriebe, Zement im Getriebe, keine Ahnung. Ne, schade. Okay, ich glaube, mit der Lore müssen wir auch nichts machen. Die Mutter ist gar nicht da, ne? Ne, die Mutter ist gar nicht am Start. Das finde ich schon mal gut. Es ist sehr angenehm. Ich fand diese Mexiko-Folgen, ich nenne es jetzt einfach mal Mexiko, fand ich auf jeden Fall immer ziemlich schwierig tatsächlich. Aber das lag auch, glaube ich, hauptsächlich wieder an der Kombinierung. An der Kombination nennt sich das. Oh, die Mutter ist doch da. LOL. Ich meine, gut, könnte man nach unten links sehen, gebe ich zu. Aber habe ich einfach überhaupt nicht drauf geachtet. Ein leeres Einmachglas, was kommt da wohl rein? Wahrscheinlich dieses Wasser da drüben auf der linken Seite. Ey, ich habe keinen Schimmer. Ach, das ist ein Versteck. Okay. Aber gut, weil die halt so spät im Spiel kamen, habe ich auch entsprechend spät diese Level überhaupt erst kennengelernt. Ich glaube wirklich auch erst im Let's Play. Ja, jetzt muss ich erstmal hier gerade reinschlüpfen, bevor die Mutter mich sieht und der Nachbar... Ah, okay, da oben ist auf jeden Fall schon mal ein Bienennest, Wespennest, was auch immer. Ach, da oben ist noch eine Etage. Ja, ja, okay, okay, okay. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Peilung. Okay. Hier ist halt auch so ein Automat. Im Picknickkorb befinden sich Leckereien. Piranha-Gebiss vielleicht? Nein. Boah, okay. Jetzt muss ich langsam abhauen, weil die Mutter kommt. Na, so richtig habe ich noch bei eigentlich gar nichts im Plan. Das ist schlecht. Aber so ist. Wir werden schon irgendwie auf den Trichter kommen, irgendwann. So, was haben wir denn hier? Können wir hier vielleicht... Ne, wir können auch nichts füllen. Was ist denn das hier? Ja, super, dass ich das lesen kann. Danke. Top. Wie soll ich das lesen? Meine Güte. So, okay. Dieses Zeug schüttelt der Nachbar ins Wasser, damit er den hartnäckigen Schmutz unter den Zehennägeln leichter entfernen kann. Ah, cool, okay. Aber welches Zeug? Der ist so ein Boot abgebildet. Futtertrog? Hä? Also, dieses Icon macht für mich null Sinn. Muss ich gestehen. Aber Zementpulver ist schon mal die richtige Lösung. Jetzt ist da auch, sind auf einmal Blumen abgebildet. Waren die gerade auch schon? Ey, ich verstehe das überhaupt nicht. Dieses Icon macht für mich null Sinn. Also so gar nicht. Was können wir denn hier? Ich werde halt einfach aus diesem ganzen Aufbau nicht schlau. Guck mal, hier ist doch diese Futterschüssel. Die ist doch komplett woanders, als die da abgebildet ist. Es ergibt für mich irgendwie alles. Oder habe ich gerade die ganze Zeit auf das Icon des Nachbarn geguckt? Nee, ne? Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe das alles nicht. So, mit dir kann ich wahrscheinlich hier... Oh, gucken wir uns mal an. Nee, das ist einfach das falsche Icon. Das ist das falsche Icon. Dieser Futtertrog ist auf der rechten Seite von den Bullen. Es ist komplett falsch. Und das hat man nicht korrigiert.
Oh, okay. Okay, das war sogar tatsächlich... Ich musste beides mit der Piranha machen. Interessant. Also erstmal dieses Hühnerkeulchen und dann... Und dann das Gebiss. Okay. Sehr interessant. Hm. Na gut. Das ist echt eine sehr merkwürdige Episode, muss ich wirklich sagen. Oh, was können wir denn hier machen? Ach, hier kann ich mich verstecken. Ich glaube, das habe ich noch nie gewusst. So, schauen wir uns an, was passiert. Ah, schon mal sehr gut. Ach, ich dachte, der wird jetzt verprügelt. Nee, die Mutter läuft einfach nur so da lang. So, jetzt geht er wieder da raus, okay. Ich weiß echt noch nicht so ganz, was ich mit dem Einmachglas machen muss. Also wo ich... Achso, Moment. Noch blöd. Wollte vorhin was mit den Ameisen... Ach, das sind Termiten sogar. Wollte ich irgendwas haben und dann komplett vergessen. Okay. Ja, okay. Die kommen wahrscheinlich in den Picknickkorb und ja, er bietet ihr dann irgendwas an und dann zerfressen das ganze Boot. Herrlich. Okay. So, jetzt brauche ich nur noch was für die Chili. Und hier muss ich auch irgendwas machen. Ich weiß aber noch nicht, wie und was. Also ich muss den... Das Ding auf jeden Fall irgendwie auf eine höhere Stufe stellen, irgendwas. Mit den Wespen muss ich auch noch irgendwas machen. Wir sind auf jeden Fall noch ein bisschen beschäftigt hier. Ach, wir waren doch noch gar nicht oben, ich Dödel, ne? Das habe ich auch komplett vergessen bisher, dass ich da auch noch hin könnte. Also ich. Nein, ich wollte die Termiten haben. Hervorragend. So, die Mutti ist jetzt langsam auf dem Weg nach unten. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Wenn ich jetzt hier wieder zwischen den Fronten bleiben muss. Aber das hat mal wieder wie immer wunderbar geklappt. Ach, sie wartet sogar auf mich. Ist das nett. Das macht doch nur Olga. So, Mutti, du darfst gerne mal wieder nach oben gehen. Aber ich finde das ein bisschen nervig, die Kamera mal wieder so hin und her zu bewegen. Aber das war, glaube ich, auch damals schon so auf dem PC. Das hat mich auch schon mega genervt. Oder war das auf dem PC so? Boah, ich bin mir echt unsicher. Ich finde es auf jeden Fall nicht gut, dass die Kamera halt immer wieder zurückswitcht zu einem. Nee, ich meine, auf dem PC war es nicht so. Also wahrscheinlich ist es dann auch jetzt nicht so. Jetzt ist der Nachbar leider wieder da. Ah. Ich will nur einmal nach oben. Das geht natürlich nur, wenn der Nachbar da unten ist. Und dann ist leider auch gerade... Also wenn der Nachbar und die Mutter unten sind, dann ist leider auch gerade der Gag da bei Olga aktiv. Das will ich natürlich auch nicht verpassen. Deswegen dauert das hier alles noch ein bisschen. Ja, und ich denke, das muss ich einfach da hinten hinpacken. Na komm. Er hat gerade auf seine Mutter gewartet, okay. So, ich muss jetzt erstmal nach oben gehen, bevor wir das hier... Das muss ich jetzt erstmal machen. Achso, hier können wir den Schalter, glaube ich... Mutter, wage es nicht wieder nach oben zu laufen, dann. Sehr schön. Das ist jetzt nämlich extrem blöd. Oh, scheiße, sie ist schon wieder auf dem Weg. Sie ist schon wieder auf dem Weg. Oh, die geht mir so auf den Sack, die Olle, ne? Blumen haben wir jetzt auf jeden Fall. Möchtest du vielleicht Blumen haben? Ich kann hier gerade gar nichts machen. Warum nicht? Ah, hier. Okay, das kann man auf jeden Fall machen. Komme ich jetzt hier vielleicht irgendwie weiter? Wie auch immer. Gute Frage. Ich muss auf jeden Fall definitiv nochmal nach oben. Ich muss da mindestens mal noch einen Gag machen. Irgendwas muss ich nämlich mit diesem... Oder? Oder war das vielleicht eine andere Folge? Moment, der Nachbar geht ja da nicht hoch, ne? Der Nachbar geht da nicht hoch. Hm. Das würde ja eigentlich eher vermuten lassen, dass da oben kein Gag ist. Weil wie soll er denn da so hochlaufen? Aber wir haben hier einen Arm. Einen Statuenarm. Eine Statuenhand. Das ist schon mal sehr gut, weil ich schätze mal... Mit der können wir da vielleicht den Hebel da umlegen. Gucken wir uns doch mal an. Ingenieure, denn diese erinnert mich an ein Werkzeug. Ja, okay. Das hat sich mit dem Rad angehört wie Fliebo. Okay, was macht er denn da? Ah, sehr schön. Dann hätten wir auch die Sache mit dem Wespennest geklärt, sodass wir uns da jetzt auch bedienen können gleich. Warte mal, ich muss mal ganz schnell nach unten gehen, damit ich hier ein bisschen Freiheit habe. 4 Gags noch.
Ach ja, die Pinata haben wir natürlich auch noch. Ja, auch schon komplett vergessen. Mit der haben wir auch noch nichts gemacht. Aber ich... Ah ja, gut, klar, logisch. Das ist immerhin relativ einfach erklärt. Aber dann fehlt immer noch ein Gag. Ah, wobei, nee, die Schoten-Dinger da fehlen ja noch. Stimmt. Schon ganz vergessen. Da wäre jetzt wahrscheinlich so ein Kombinationsgag mit Tequila gut gewesen, oder? Oder? Ich weiß nicht, was mit Tequila überhaupt passiert ist. Mit der Tequila-Flasche. Ah, okay. Oh, ich hatte schon wieder Angst, dass es die Mutter ist. Das ist nur Olga. Das ist nur Olga. Alles gut. Ah, okay, das ist Fummelarbeit. Kein Problem. Noch habe ich Zeit. Aber der Nachbar ist schon auf dem Weg zu mir. Sehe ich gerade. Habe ich gar nicht festgestellt, aber gut, klar. Das Boot ist jetzt wahrscheinlich kaputt. Okay, das war verdammt knapp. Es hätte klappen können, aber naja, ist jetzt nicht so schlimm. Weil ich bin eigentlich jetzt sowieso fertig. Wird ja auch mal Zeit nach 10 Minuten. Die Mutter so, ja, egal, da liegt einfach einer, ist mir egal. So, sehr schön. Sieht toll aus, steht ihm. Ja, ist klar! Was ist das denn für ein Scheiß? Die war doch schon weg und ich hatte noch meine Flimmerchance. Na egal, dann werde ich jetzt halt verprügelt. Wir schauen uns noch die Gags an. Und ich freue mich da oben ass. Ja, das ist halt manchmal ein bisschen blöd, ne? Naja, gut. Was soll's. Immerhin haben wir jetzt alles gesehen und ich habe halt ein paar Punkte eingebüßt, was absolut egal ist. So, und mit dem Beenden der nächsten Episode könnten wir dann theoretisch schon keine Panik machen, was auch immer das dann ist. Aber wir machen natürlich erstmal alle Episoden hier durch und gucken uns dann an, was das da ganz oben ist. Und Action! Viva Mexiko! Ja, da sieht man's endlich mal. Während Mutti sich mehr für die Stiere und Tempel erwärmen kann, tobt sich der Nachbar richtig aus. Da ist Action angesagt, wenn er sich über Abgründe schwingt und von der Klippe springt. Doch merke, wo viel los ist, kann auch viel passieren. Ja, 9 Gags, nämlich genau gesagt. Das ist halt schon verdammt viel. Ja, okay, genau. Das ist auf jeden Fall die Episode, wo der dann da oben auf diesem Thron sitzen wird. Können wir uns das schon mal ein bisschen anschauen da. Und da können wir auf jeden Fall irgendwie rechts so einen Schalter umlegen, sodass... Habe ich den Papageien gehört? Ja, das ist auf jeden Fall ein Papagei. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Wachpapagei ist, bei dem ich aufpassen muss. Ich schätze mal ja. Ich befürchte es zumindest. Auf jeden Fall müssen wir da oben irgendwie einen Schalter umlegen. So, sie will jetzt irgendwie zum Bullen. Warum immer. Was macht die denn da? Ja, ich schalte mal auf die große Ansicht und guck mal, was da passiert. Er zündet sich jetzt eine Zigarre an. Okay. In der Zeit könnten wir wahrscheinlich nach oben, schätze ich mal. Ich mach das einfach mal. Okay, er macht ein ganz, ganz kurzes Nickerchen. Und jetzt will sie nach oben, richtig? Oder nee, wo will sie hin? Doch, sie will hier hin, glaube ich. Ja, scheiße. Naja, was soll's. Nee, sie wartet hier einfach nur. Das finde ich nett. Das finde ich sehr nett. Kann man hier noch irgendwas machen? Irgendwas nehmen? Ja, hier. Mais. Oder was ist das? Maiskolben, jo. Mit dem Maiskolben werde ich das jetzt auch nicht hier lösen können. Mit dem Dolch aber auch nicht, oder? Nur mal so. Nee, nee, okay. So, was passiert denn da jetzt? Er ist da reiten, okay. Jetzt will er von der Klippe springen. Wo ist die denn überhaupt, sag mal? Wo ist denn die Klippe? Ach, da oben. Ach, okay. Na, das ist schon eine merkwürdige Frau hier. Also, die läuft einfach nur von A nach B, einfach weil sie es für nötig hält, mich zu nerven. Kann sie von mir aus gerne machen. Dann habe ich mal ein bisschen Zeit, mir auch den Rhythmus hier anzuschauen. Ja, okay, vielleicht ist der Papagei doch kein Wachpapagei. Wie knapp der einfach neben das Boot springt, ist auch irre. Vielleicht kann man das verschieben. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und er bemerkt es dann nicht, der Dödel. Hier ist noch ein Diamant oder irgendwas. Ein Rubin. Ah, okay, vielleicht können wir den irgendwie da oben einsetzen. Vielleicht gibt es ja zwei. Ich weiß es nicht. Es gibt auf jeden Fall da drüben noch Farbe. Da muss man auch noch irgendwas machen. Na gut, wir haben ja bisher noch gar nichts gemacht, ne? So ein Dolch. Können wir den vielleicht da ein... Nee, okay, schade. Können wir das aufbrechen? Nee, okay, auch nicht. Können wir mit dem Vogel was machen? Also ist auf jeden Fall auf meiner Seite, sage ich mal. Okay, wir haben ihm jetzt Mais gegeben. Keine Ahnung, was das jetzt... Ach so. Ach, okay, und dann wird er da runter... Okay. Können wir denn das... Ah, scheiße, wir müssten das Boot losmachen. Ah, scheiße. Okay, da muss ich mir auf jeden Fall... Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Da muss ich mir gleich... auf jeden Fall nochmal einen neuen Maiskolben holen, wenn ich weiß, wie ich das Boot losmachen kann. Weil das muss ich ganz offensichtlich losbinden. Oder brechen oder was auch immer. Damit ich dann das Boot dahin
treiben lassen kann, damit er dann auf das Boot springt. Das wird wieder so ein Kombinationskick sein, ja, okay. Ah, die nerven mich ein bisschen, dass die jetzt hier die ganze Zeit auf der linken Seite rumhampeln. Okay, auf der rechten Seite müsste ich aber mich auch nochmal wegen der Grube da umschauen, was da überhaupt abgeht. Ach so, scheiße, er läuft sogar nach unten. Aber sie läuft jetzt gleich sowieso wieder nach rechts. Ach, ist alles blöd. Na komm, sobald ich oben bin, will sie sowieso wieder nach rechts, ne? Ah ja, super, top. Abbrechen, abbrechen, Mission abbrechen, bitte. Ja, was soll denn der Quatsch? Ich hasse es. Man kann einfach nicht abbrechen. Oh, da ist übrigens Harz. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Kann ich mir jetzt wenigstens mal hier umgucken, danke. Farbtopf. Okay, Zigarillos können wir uns nicht mehr anschauen, ist okay. Jetzt können wir uns wenigstens das mal anschauen. Aber gut, das gucke ich mir jetzt nicht weiter an, weil das werden wir sowieso nochmal anschauen müssen. Was können wir denn mit dem Farbtopf machen? Was steht da? Einen Sound zu streichen? Ach so, das hat den Bullen erregt. Ah, okay. Ach so, deswegen ist da so ein Tatort-Umriss-Gedöns von der Leiche. Okay, cool, cool. Also, ja, eigentlich nicht so cool. Ich müsste mir auf jeden Fall nochmal die Zigarrenkiste anschauen. Die muss ich ja auf jeden Fall, da muss ich auf jeden Fall was machen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mit dem Dolch mache, ehrlich gesagt. Also das wird nochmal eine interessante Sache. Ist er fertig? Ja, er ist fertig. Was macht er denn jetzt? Was ist das für ein Symbol? Ach, da rechts macht er irgendwas, ja. Können wir mal gucken, was er da macht, weil das weiß ich gar nicht. Ach, er schwingt über Gruben. Ah, okay. Jetzt geht er nach links, die Mutter nach rechts. Oh Gott. Wir sind einfach schon 5 Minuten wieder in der Episode und haben einfach einen Gag. Er ist bezeichnend. Also mit dem Brecheisen können wir da oben auf jeden Fall das Ding da freimachen, die Grube. Das ist okay. So, jetzt sind die beide links, da haben wir auf jeden Fall rechts ein bisschen Zeit. So, erstmal gucke ich mir das Harz an. So, dankeschön. So, dann breche ich den Shit hier mal auf. Weil dafür habe ich jetzt, glaube ich, am meisten Zeit. Weil der Nachbar jetzt nach unten links geht und die Mutter geht gleich auch wieder nach rechts, aber hoffentlich nicht zu schnell. Bitte lass mich die Kacke noch zu Ende machen. Dann kannst du mich gerne festnehmen. Ja, ist okay. Ja, jetzt haben wir einen zweiten... Nee, haben wir jetzt... Haben wir einen zweiten Rubin oder haben wir eine Münze nur gefunden? Ich glaube, wir haben auch einen zweiten Rubin gefunden, oder? Das würde nämlich ein bisschen was erklären. Ja, wir haben ja zwei Rubine. Okay, alles klar. So, was machen wir mit dem Farbtopf, sag mal? Nein, 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 das ist ganz schlecht. Okay, wir haben Harz. Was machen wir mit Harz? Klebt unglaublich gut hier drauf. Okay, sehr gut. Ah, Münze ist auch klar, was wir damit machen. Sehe ich, klar, logisch. Wo haben wir die denn herbekommen, sag mal? Ja, aus diesem Ding da, okay. Ich möchte die eigentlich ungern hinwerfen. Einwerfen jetzt. Weil ich dafür erstmal nochmal Mais haben möchte. Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Eventuell ist das nämlich so eine Sache wie bei Böse Nachbarn 1. Bei dem einen Level, was wir schon hatten. Dass wir es halt nicht, dass wir quasi nur eine Chance haben. Deswegen, da würde ich gerne ein bisschen safe spielen hier. Was heißt, ich muss jetzt erstmal hier warten und nach oben gehen. Die Mutter geht ja hier nur von links nach rechts. Ne? Die geht ja nicht nach oben in der Episode, sondern nur der Nachbar. In der anderen Episode war es andersrum. Das heißt, wir müssen jetzt abwarten, bis der Nachbar unten ist. Ja, bis beide links sind, okay. Er läuft einfach über sie. Ich mag diese Kollision irgendwie. Auch wenn sie richtig dumm ist. So. Hervorragend. Da müssen wir gleich wahrscheinlich irgendwann aufpassen, dass die Mutter wieder, wenn die wieder kommt, so. Egal. Nein, nein, nein. Woody, bleib bitte. Bleib bitte. Woody, danke. So. Wir haben jetzt eine Menge Zeit hier oben. Das ist auch gut so. Wir müssen die beiden Rubine in die Augen einsetzen, das ist klar. Jetzt dreht sich der Shit hier. Können wir da noch irgendwas machen sonst? Nein? Das ist okay. Sonst sind wir hier oben auch fertig. Nein, sind wir nicht. Ich musste hier noch irgendwas... Ach! Das ist so ein Schleifstein. Jetzt ist der Dolch geschliffen. Ach, und da sind mehr Münzen. Ah, guck mal. Das heißt, wir hätten mehrere Möglichkeiten gehabt. Okay. Aber was machen wir jetzt nochmal mit dem Dolch? Eine gute Frage. Ist das hier gefahrlos möglich? Ja.
Okay, er läuft zur Klippe, die Mutter ist da. Ja, ich muss mich auf jeden Fall nochmal verstecken, okay. Ah, nun der Dolch wieder eine scharfe Klinge. Was machen wir damit? Also wir müssen da unten jetzt nichts irgendwie losschneiden oder sowas, was ich erst dachte. Das ist gar nicht mal nötig. Können wir da irgendwas mit der Zigarre machen? Ja, die Episode steckt auf jeden Fall noch voller Rätsel. Das muss ich sagen. Und ich weiß noch nicht, ob der Steingolem-Gedöns da jetzt zugeht einfach so oder ob ich da noch was machen muss. Werden wir sehen. Erstmal Maiskolben. Nee, das passt schon. Okay, sehr gut. Na los. Walter deines Amtes. Hervorragend. Sehr schön, sehr schön. Auch ein sehr, sehr geiler Gag. So, der scheißt jetzt erstmal wieder schön alles ein. Und wir schmeißen was ein und machen das Boot los. Sehr gut. So, es ist bootlose Kunst. Okay. Jetzt hätten wir hier noch mehr Münzen. Aber die brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Wahrscheinlich verwirrt es mich am Ende. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Was machen wir mit dem Dolch? Was macht der Nachbar denn noch so? Können wir da drüben noch irgendwas mit dem Dolch machen? Oder halt wirklich hier? Hier haben wir halt noch gar nichts gemacht, ne? Ah, ich glaube, wir können den, ich glaube, wir können die Bank anstreichen. Kann das sein? Das muss ich gleich auf jeden Fall mal versuchen. Ja, und mit der Zigarre vielleicht irgendwie die anschleifen oder sowas. Mehr würde mir jetzt auch nicht einfallen. Vor allem, weil wir halt auch gar nicht mehr so viele Sachen haben, die der Nachbar überhaupt macht. Ach, scheiße, der läuft jetzt hier runter. Okay. Nicht schlimm. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, sich da unten reinzulegen. Keine Ahnung. Ich glaube, hier sind wir fertig. Wäre mein Gefühl. Da oben gibt es, glaube ich, auch nichts. Okay, der Rubin ist halt wieder rausgefallen. Okay. Den können wir aber wieder sammeln und einlegen, wenn wir Bock drauf hätten. Habe ich jetzt so aber gar nicht mal. Ja, okay, es wäre jetzt deutlich besser gewesen, wenn wir jetzt links schon gewesen wären. Aber naja. Dann können wir jetzt wenigstens die Gags mal in Ruhe genießen. Also wie er da schön das Boot zerstört. Das werden dann wahrscheinlich wieder zwei Gags sein. Sehr schön. Das war es doch wert. Würde ich sagen. Das war jetzt ein Gag, okay. Glaube ich. War das überhaupt ein Gag? Ich bin mir gerade sehr unsicher, was hier abgeht. So, er will jetzt nach oben. Ist okay. Ah ja, das war komplett scheiße, dass ich jetzt nicht da rechts unten schon stehe, ne? Ach, das ist erstmal Ewigkeiten dauern, bis ich überhaupt mal wieder nach da links oben komme. Komm, das schaffst jetzt aber, Woody. Wenigstens das. So. Und dann muss ich jetzt mal versuchen, vielleicht die Bank anzustreichen. Ja. Mehr ist jetzt ja leider erstmal nicht drin. Macht der Nachbar denn direkt danach hier sein Schläfchen? Ich glaube schon, oder? Ah, nee, noch nicht direkt. Ah. Ah, shit! Mit dem Seil können wir... Ja klar, wir können das Seil durchschneiden, ich Dödel. Dass ich da nicht drauf gekommen bin. Aber mit der Zigarre muss man auch noch irgendwas machen. Ich weiß nicht was, aber irgendwas muss man mit der Zigarre safe noch machen. Naja. Mit dem Dolch können wir auf jeden Fall dieses Seil anschneiden. Ja, logisch. Der ist doch noch gar nicht reingefallen da unten, glaube ich, ne? Und den Bullen müssen wir auch noch irgendwie erregen. Ach nee, das macht er selber. Ah, okay. Schön. Okay, warte mal. Gucken wir mal, ob wir das noch schnell hinkriegen hier. Komm, schnell. Sehr gut, das hat schon mal geklappt. Jetzt läuft er da unten hin, okay. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Sitzen wir gleich in der Falle? Ich hoffe nicht. Ja, okay, die Mutter muss ja gleich nochmal zurück nach rechts, nach links laufen. Naja, gut. Also es gibt auf jeden Fall noch einen weiteren Part. Das sehen wir jetzt schon. Oder der hier wird einfach ewig lang, aber nee, da machen wir lieber einen weiteren Part. Also jetzt habe ich nämlich noch gerade so die Chance nochmal davon zu kommen hier. Okay. Virginia sitzt einfach hinter mir und schickt mir gerade WhatsApp-Nachrichten. Okay. Ja, gucke ich gleich. So, wie komme ich denn jetzt am besten wieder irgendwo hin? Ich muss gleich noch auf den Gag da rechts achten. Das sind wahrscheinlich zwei, wie gesagt. Ist okay. Und dann, wie gesagt, Zigarre. Irgendwas mit der Zigarre.
Oder mit den Zigarren. Ah, die Mutter ist so saunervig, ne? Und die hat halt einfach keinen Sinn hier. Die ist ein, also, die hat halt den als einzigen Sinn halt wirklich zu nerven und hier die ganze Zeit von links nach rechts zu laufen, damit man weniger Freiheiten hat. Ja, okay, ist auch ein Sinn, aber ist dann einfach nur extremst nervig und irgendwie halt schon unnötig. So, jetzt haben wir mal wieder das kurze Vergnügen, die kurze Ehre, uns das hier anschauen zu dürfen. Nein. 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 Ja, top. Hervorragend. So muss das sein. Und jetzt werde ich wahrscheinlich gefangen. Nein, werde ich nicht. Also, was machen wir? Haben wir irgendwas nicht gefunden? Es kommt mir halt gerade alles sehr merkwürdig vor. Ich würde mir auch gerne einfach nochmal das Ganze anschauen. Also nochmal gucken, was, wo die bei der Zigarrenkiste da sagt. Hier kann ich mich nur verstecken. Alles okay. Weil mir das irgendwie echt merkwürdig vorkommt. Oder kann ich hier noch was machen, wenn ich das Boot losgemacht habe? Nein? Okay. Wir könnten dann nochmal oben gucken oder sonst halt, wie gesagt, einfach nochmal untersuchen. Ich würde jetzt aber ungern nach oben gehen. Können Sie nochmal Harz holen? Vielleicht ist das ja notwendig. Einfach mal versuchen. Und Mais könnten wir uns auch nochmal holen, aber was soll Mais da bringen? Keine Ahnung. Ja, wir müssen erstmal Ewigkeiten warten. Liegt hier oben noch irgendwas rum, außer Mais? Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich hier gefunden habe, ne? In der Episode zumindest. Ja, ja, okay, er springt jetzt da wieder drauf, ist egal. Das interessiert mich jetzt nicht. Ich muss jetzt leider immer noch warten. Weil erstmal der Nachbar da unten weg muss. Ich habe aber nur noch ein Leben, ne? Das ist auch extremst beschissen. Auf der linken Seite hier ist auch nichts mehr, ne? Das habe ich mir halt nie so wirklich genau angeschaut, aber wenn jetzt hier nicht noch irgendwie so ein Halm hier nehmen kann, dann ist es das halt echt. Ah, geschliffener Dolch, Brecheisen und Baumharz. Gute Frage. Er wundert sich gerade über das geschliffene, also dieses Schleifding da. Okay. Ah, guck mal, hier war gerade einfach der Rubin wieder zu sehen im Hintergrund. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, war das knapp. Nur weil ich mich über den Grafik-Bug-Glitch-Gedöns lustig machen wollte. Meine Güte, das war sauknapp. So. Na, jetzt geht der Nachbar schon wieder. Oh, ich hasse den, okay. Ich schneide, bis ich mal wieder. Oh, Moment. Moment. Das ist das Secret, was ich damals auch schon ewig gesucht habe. Okay. Das habe ich damals schon ewig gesucht. Ich weiß es, weil ich die ganze Zeit dachte so, ja, hier, ich muss mich nur um die Lore hier. Das ist nur für die Lore da. Nein. Ist es nicht. Ist es nicht. Es ist genau dafür da. Meine Güte, okay. Habe ich sonst mit dem Brechessen überhaupt schon was gemacht? Gute Frage, ne? Ich glaube nämlich nicht. Ach, es kommt alles zusammen. Ist das dumm. Ja. Dann, melde ich mich wieder, wenn ich den Gag platziert habe. Denn auch das wird jetzt wieder Ewigkeiten dauern. Ihr kennt die Episode ja mittlerweile. So, es ist soweit. Wupp, wupp. Let's go. Der Nachbar muss ja auch noch ein bisschen Zeit lassen. Das sollte passen. So. Finally. Meine Güte. Ja, die Episode hat jetzt, glaube ich, mit am längsten gedauert. Aber das Tolle ist, der Nachbar ist jetzt auch wirklich direkt auf dem Weg, die Zigarre zu rauchen. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Oder auch das Dynamit. Perfekt. Ah, endlich. Vorletzte Episode geschafft. Und damit verabschiede ich mich. Und beim nächsten Mal, also wir könnten jetzt tatsächlich schon hier keine Panik machen. Aber das machen wir nicht. Das machen wir schön beim nächsten Mal. Mit Abspann und allem drum und dran. Also bis dahin. Tschüss.